Das ist immer, wenn du so vorne bist, das ist das, die Freude, wo du kriegst, die Freude der anderen. Das ist immer wieder, wo ich sage, das ist jetzt, ich spreche jetzt einmal, meine Freude ist, wenn du dich freust. Und wenn du ein kleines Update oder Skype kriegst, du kriegst es nur, weil ich will mich an dir erfreuen, indem ich dir ein Lächeln ins Gesicht zeige. Ja. Manchmal, wie gesagt, gelingt es mir, manchmal ist es nicht so, weil ich es nicht verstehe. Weil wenn man noch mal nicht so versteht. Aber das ist der einzige Grund, wieso das, weil ich doch du bin. Ich mache mir eigentlich nur selber eine Freude. Und zwangsläufig waren natürlich wieder welche im Kontrast, die ich jetzt im Hintergrund lasse, die sagen, was ist das für ein Arschloch? Wobei die aber kein Problem haben. Das ist den Kontrast, den ich brauche. Wie gesagt, es gibt keine Freude ohne Leid. Und das, was leiden muss, diese armen Hühner in den Hühnerfarmen oder was, denen geht es verdammt gut, wenn du sie nicht denkst und wenn du sie denkst, wird es so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und dann bist du immer noch, selbst wenn du es materialisierst, lebst du in dem Wahn, dass du meinst, ein Gedanke von dir könnte was spüren. Ein Gedanke von dir ist, weil du ihn denkst und er wird das empfinden, was du denkst, dass er empfindet. Dir wird mit Entsetzen bewusst, dass du verantwortlich bist für das ganze Leid der Welt, dass du dir in deine ausgedachte Welt hineindenkst. Ja, das ist so. Und die Ursache wiederum ist, weil du diesen falschen Glauben annimmst. Ja. Und die Freiheit ist, dass du das abstellen kannst, sofort hier und jetzt auf der Stelle, und es nicht nötig ist, dass du irgendwelchen Deppen, die du dir immer noch ausdenkst, das erklärst, dass die das auch glauben. Ja. Ich komme jetzt in die Phase, dass ich sage, wenn das einer nicht glauben will, den denke ich einfach nicht mehr. Ja. Selber schuld. Wir verschwinden auch die Gestalten. Immer verschwinden sie. Sie verschwinden nur ganz allein. Alles. Nichts, was du dir ausdenkst, ist für Dauer. Es sind Wellen. Es sind Gedankenwellen. Das Wissen verschwindet. Jetzt lest dann Colette. Dieses Nichtigkeiten, alles Nichtigkeiten, was auch Eitelkeiten übersetzt wird. Da steht Hebel. Das ist dasselbe Wort des Abel. Der erschlagen wurde. Der jetzt wieder dieses ewige Bewusstsein, das Nichtdenkbare, der Geist, der eigentlich nichts ist. Alles ist dieses Nichts. Alles ist der Abel, den du ignoriert hast, weil du lieber ein Kain, ein Kien, eine ausgespuckte Affenexistenz sein willst, die jetzt unstet und flüchtig ist. Auf der Erde, der hinrennt. Ares, ich werde zu einem Läufer. Der wurde aber genau hier erschossen, der Kain. Das erste Selbstgespräch, ich bin nur Quadrat, diese klassische, immer wieder wiederhole ich, die Theorie der logischen Typen, ist es, wenn du einen Hauch von Geist hast, wenn du jetzt zuhörst, an was denkst du bei dem Wort Menschheit? An 7 Milliarden Trockennasenaffen, die sich an der Kugel befinden, die sich um die Sonne rumdreht, ist okay, das macht dein Programm, erzeugt aus diesem Bild jetzt diese Vorstellung. Das Einzige, was du dabei außer Augen verlierst, das ist okay. Das, was nicht okay ist, du bist der, der sich das jetzt ausdenkt und vor sich hinstellt, dieses Bild dieser Kugel mit den Trockennasenaffen. Das Irre ist, dass wenn du in deinen Glauben reinschaust, du glaubst, du bist einer dieser Trockennasenaffen auf der Kugel und du hast den Kain in dir, der Kain hat den Abel erschlagen, du hast eigentlich den, der du bist, der sich das jetzt ausdenkt, komplett in den Hintergrund versinken lassen. Du hast vergessen, dass du diese höhere Ebene bist, der sich das ausdenkt. Du verwechselst dich mit einem Gedanken von dir selbst und glaubst alles an, was du dir denkst, bist du nicht. Und du hast nichts damit zu tun, was du dir ausdenkst und es existiert auch, wenn du es nicht denkst. Das ist Materialismus. So, und jetzt zeigen mir die Weisen deiner Welt, deine ganzen Philosophen. Alles Schwätze. Und Sokrates hat gesagt und Platon hat gesagt und die Beweihräume sich alles selber lassen, sich Nobelpreise geben. Natürlich nur, weil wir uns das jetzt ausdenken. Das ist unser Traum, aber irgendwann durchschaust du dieses Spiel. Es sind Schattenillusionen auf der Leinwand deines Bewusstseins. Und die große Verwandlung passiert in dem Moment, wo dir Geistes wirklich bewusst wird. Und das ist so einfach, das ist ein Faktum. Ein wirkliches, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Die Erdkugel genauso wie die Nobelpreisträger und die Trockennasenaffen, die nur existieren, wenn ich jetzt dran denke. Und zu glauben, die gibt es da außen oder die waren in der Vergangenheit. Vergangenheit ist ein Gedanke, den ich jetzt denke und Zukunft ist auch ein Gedanke, den ich jetzt denke. Wie stelle ich mir meinen Tod eigentlich vor? Ist schon wieder die Sache, wenn du von meinem Tod sprichst, beziehst du das schon wieder auf diese Figur, die du dir ausdenkst und du denkst dir, in der Vergangenheit muss der sich ja irgendwann einmal auflösen. Wenn ich jetzt aber sage, wie stelle ich mir meinen Tod vor? Tod heißt so viele, die ich vor mich hinstelle, ja, die sind doch jetzt schon alle da. Zumindest Facetten von den so vielen, die ich mir ausdenken kann. Das kriegt einen komplett anderen Sinn.
Und jetzt, es ist das, was ich jetzt sage, du kannst jetzt Wörterbücher in dir aktivieren, wenn du es nicht weißt, und du wirst feststellen, in den Wörterbüchern steht genau das drin, was ich dir sage. Das sind die unveränderten Puzzlestückchen, die ich dir mitteile. Und da tut sich jetzt einer, der nicht so intellektuell aufgeblasen ist, so einfache Brösel, so Proleten wie du und ich, wir tun uns viel einfacher, wie wenn einer hier sich riesen hochgeschaukelt hat mit Titel, wenn der sich selber die Erkenntnis kriegt, ich habe mich ja mein Leben lang selbst belogen mit dem Wissen von anderen geistlosen Schwätzern, denen ich nachgeplappert habe. Ich spiegel praktisch das Schwätzertum dieser Schwätzer. Und das ist jetzt eine Größe, dass einer mit Erkenntnis das auf sich selber bezieht. Das ist wirklich diese Selbstzerstörung des Egos. Und jetzt kannst du in deiner Traumwelt, könnte ich jetzt sagen, so viel Facetten, ich mache mal Hans-Peter Dörr. Geh ins Internet, gib Hans-Peter Dörr ein, imitierter Professor, da ist nur noch Professor, Geist ist nur Geist, die Welt, und die Welt ist nur Geist und ausgedacht. All das, was er jetzt schreibt, wo er alt wird, jetzt mache ich bewusster Geschichte, die ich ausdenke, ganz tolle Videovorträge. Derselbe Hans-Peter Dörr, ein Speichellecker und Mitläufer bis zum Es geht nicht mehr, kann er sich jetzt nicht ausdenken, ich denke ihn mir so, aber ich habe so, der war maßgeblich, die Plichter-Theorien, war er mit im Gutachterausschuss gesessen, liest die ganze Biografie, dass er hier komplett die Plichter-Theorien als Schwachsinn verworfen hat, obwohl hier in einer ganz einfachen Sprache, wenn du ein bisschen einen Hauch von Mathematik hast, das ist wie das kleine M1. Das ist so, der hat einer zu denen gehört, wenn das stimmt, was der sagt, ist ja alles, was wir lernen, haben ja unsere ganzen Schüler angelogen. Jetzt, wo er emitierter Professor ist, schwingt er um. Der hat übrigens schon, wie er noch Professor war, ein Buch als Herausgeber, auch wo er nur zitiert, schon immer Geist und Materie, aber immer mit dem esoterischen Touch. Diese absolute Konsequenz, die du mit Holofeeling kriegst, wirst du in den ganzen Büchern überhaupt nicht finden. Da wird es als Seinsmöglichkeit angesehen, das heißt, dass man wirklich für sich selber auf den Tisch schaut und sagt, so ist es, da außen ist keine Welt. Ich sage ganz einfach, ich fange jetzt einfach an, das zweite Gebot zu halten. Und ich mache mir mal Gedanken, was bin ich? Und jetzt ist mit den vier Ichs, die ich dir in den Offenbarungen erkläre, den zwei roten und den zwei blauen, dann wird dir immer wieder wiederholt dasselbe klar. Wir können da ganz unten anfangen, als in meiner dümmsten Ausformung von Mensch, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass ich der Körper bin, der ich jetzt bin, und alles andere, was ich mir ausdenke, bin ich nicht. Spüre ich doch, ich spüre mich doch jetzt. Kann ich nachvollziehen. Das ist alles logisch. Und alles andere bin ich nicht. In dem Moment, wo ich mich jetzt, das ist das reine Personendenken, das Maskendenken, das natürlich blau ist und vollkommen geistlos ist. Jetzt erhebe ich mich auf die Ebene des menschlichen Denken, und jetzt schon, was kein Mediziner eigentlich bewusst ist, dass der Mensch kein Körper ist, sondern ein Leben, vom Säugling bis zum Greis. In dem Moment, wo ich mich jetzt erhebe zu einem Menschenbewusstsein, was immer noch blau ist und Unbewusstsein ist, und wir gehen einmal, zoome ich mich schon auf, dann bin ich natürlich immer noch im Glauben, ich bin jetzt der Körper und alles andere bin ich nicht, aber ich erweitere mich schon so weit, dass ich mir jetzt andere Körper denke, den 10-Jährigen, der ich angeblich einmal war, der natürlich nur hier und jetzt gedacht ist und nur ist, wenn ich ihn denke, den es natürlich nicht mehr gibt, weil der war ja, obwohl er doch in dem Moment, wo ich ihn denke, da ist, und dass ich mir noch ältere Körper denke, die ich irgendwann einmal werden werde in der Zukunft, die natürlich jetzt noch nicht sind, obwohl sie doch sind, weil ich sie denke, sie doch jetzt. Ich zoome das schon auf in der Form von Mensch. Jetzt kann ich noch einen Schritt höher gehen, wo ich dann sage, der Mensch vervölkert sich. Plötzlich, sagen wir, jetzt kommt die Familie, dann sagst du, mein Kind ist doch mein Fleisch und Blut, meine Frau ist doch mir anvertraut, mein Bruder ist doch mein Fleisch und Blut. Die bin ich natürlich nicht, aber irgendwie bin ich schon wieder noch in einer höheren Kollektion, bis wir dann zu dem Punkt kommen, wir sind Weltmeister. Wir. Noch eine höhere Kollektion ist immer ich bin dann wir. Du merkst, es hebt sich jetzt schon raus. Mit Holofeeling, was natürlich mit Holofeeling heißt, ich bin plötzlich alles. Verstehst du, ich bin der Scheißhaufen, in den ich Depp, der ich zu sein glaube, hineingetreten bin. Ich bin der reintritt und der in den reingetreten wird. Es sind meine Formen. Du kriegst da vollkommen neues Denken. Und das ist ein Faktum. Das ist das Verrückte. Das ist das, was ist. Darüber diskutiere ich nicht mit irgendeinem Trockennasenhaufen. Und wenn ich das Bewusstsein nicht habe, dass ich mich wieder Curry machen lasse von irgendwelchen, die mir jetzt auftauchen, vollkommen real, und sagen, jetzt hör mal langsam auf, du fängst zum Spinnen an, bist du in einer Sekte.
Das ist ja eine Sekte. Bist du in einer Sekte? Bist du in einer Sekte? Kennt ihr das? Ja, unglaublich. Unglaublich. Bist du in einer Sekte? Du kannst kein vernünftiges Gespräch mit normalen Menschen sprechen, wenn du bloß irgendwie in einem Gespräch, wenn man mal jetzt normale, nicht religiös engagierte Menschen hast, wenn du das Wort Gott bloß im Mund nimmst, dann was, du zucken die schon zurück, weil das ist Sekte. Das riecht nach Sekte. Was die gar nicht merken, was ihre eigene Sektion ist. Dass ich sage, na, du bist in einer Sekte. Ich bin frei, ich bin verrückt. Das ist so, das sind so Sachen, das wird spaßig. Das ist das schrecklich. Merkst du die zwei Seiten? Das ist eigentlich ganz schrecklich, aber das wird irgendwann einmal spaßig. Dass dir plötzlich diese Arroganz von Menschen auf ihren Glauben bewusst wird, diese unheimliche Arroganz, was die wissen. Du kannst da dann, wenn einer nicht neugierig ist, offen ist für Neues, für neue Gedankengänge, kannst du den überhaupt nicht erreichen. Und ich sage, es ist immer wieder versucht, einen Deppen, den du dir ausdenkst, nicht zu erklären, dass er ein Depp ist. Das ist wie wenn du einen Gedanken versuchst, dir zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn denkst. Meinen Händen erklären, dass ich sie in Bewegung setze. Ich habe so einfache Beispiele. Stimmt oder stimmt? Ja, die, wenn so die dir nicht einleuchten, dann bist du selber Depp. Ja. Aber was gar nicht sein kann, weil der sich Deppen ausdenkt, ist schon Geist. Ob dir das jetzt noch bewusst ist, ob du bereit bist, loszulassen, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja, was soll ich dann machen? Ich sage gar nichts, einfach beobachten, was der Depp, der du zu sein glaubst, bisher, was der macht. Und da wirst du ein Getriebener. Und ich sage immer, das ist doch was, schau mal, wie er rumrennt. Was meinst du, wie mir das wascht ist? Das ist die Ruhe, du ruhst in dir selber. Das ist wirklich, das wird extrem spaßig. Wie unsere Inge immer sagt, ich habe so einen Spaß mit meiner Inge, sagt die Inge, weil die wirklich voll in der Beobachtung ist. Meine Bodensinge. Aber das wirst du auch kennen, Inge, oder? Ich habe so einen Spaß mit meiner Inge, weil das genau dieses Geräusch, Klingelingeling, das wird immer intensiver. Dass du das einfach nur anschaust, du schaust, wie du reagierst, du machst das weiter und wenn sich viele sinnlose Reaktionsebenen immer wieder wiederholen, als bewusster Beobachter, wenn du die Sinnlosigkeit von etwas erkennst, das sind so zwei, ich habe ja gesagt, wenn ich spazieren gehe und da ist einer im Garten jetzt, im Frühjahr und ich sage dann immer, ich bleibe dann nur stehen, Spaziergänger, dann schaue ich den an, der schaut dann und ich sage nicht einmal grüß Gott, ich sage, Sie wissen aber schon, Sie können so viel Unkraut rausreißen, wie Sie wollen, das kommt immer wieder. Das kommt immer wieder und dann gehe ich einfach mal. Jetzt ist natürlich, pass auf, was nicht heißt, wenn du das magst, wenn ich das schön an will, mein Garten, was wieder meine Vorstellung ist von schön. Wenn ich mich daran erfreue, dann ist das eher auf dem Film. Aber mir wird es als Geist bewusst, warum ich das mache und dann kann ich frei entscheiden, ob ich es will oder nicht. Und da sind die Sichtweisen so unterschiedlich. Ich kann euch da immer wieder Sachen sagen. Ich habe hier zum Beispiel ein Haus gehabt in Georgsgmünd. Ich mache so raumzeitliche Schnickschnack-Geschichte. Es waren schöne, normale Vorhäuser und dann ist ein Haus. Und da konntest du, jetzt wo es grün wird, das war total eingewachsen in Georgsmünd, da waren keine Bäume. Das war wirklich in einer Riesenhecke, wo du fast nicht durchschauen konntest. Und da war zur Haustür wirklich wie mit der Makete eingeschlagen, bis zur Haustür und alles andere nur zugewuchert. Mit Ästen, also vollkommen wirklich in einer Hecke, in einer Wildnis drin gestanden. Das ist im Winter, hast du natürlich, das hatte schlimm ausgeschaut, aber dann in dem Grünen. Und jetzt ist es irre. Und die haben hin, ich habe dann hier unten geschaut, man hat ja fast nicht durchschauen können, an Balkon mit einem kleinen Fahrraum. Vor dem Balkon, klein am Balkon und ein bisschen vor dem Balkon, okay, haben sie wunderschön gemacht. Praktisch in ihrer Hülle haben sie hier nur unmittelbar, wo sie am Balkon sitzen, haben sie ein kleines Ding ganz schön und alles drumherum haben sie zubuchen lassen. Ich sage, das ist geil. Aber jetzt ist natürlich die Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Charakter gatteln, sagt man im Fränkischen, ist es doch vollkommen okay. Dass ich löse dich komplett, mach dir bewusst, dass deine Vorstellung von richtig, von verkehrt, von gut und böse, von schön und hässlich, hängt es erst einmal von deinem Programm ab. Und solange das nicht auf Kosten anderer geht, kannst du dich doch da abwählen oder nicht abwählen. Viele haben da einen Spaß. Das ist ja das Verrückte, dass ich immer wieder sage, die einen mühen sich ab. Und jetzt zum Beispiel mein Charakter ist, ich habe hier ja bei mir in meiner kleinen Enklave, in meiner Wohnung, ich mache die Tür auf, ich muss nicht einmal die Treppen putzen. Das, ich gehe rein und dann ist Puff, Schluss. Das Außen drumherum ist mir vollkommen wascht.
Andere wiederum wollen was drum geben, die geben Geld aus, dass sie einen Garten haben, die Schrebergarten. Ja. Die zahlen dafür, was machen zu dürfen, und andere arbeiten im Garten, dass sie Geld kriegen. Deshalb stehen da gerade gewisse Vorschriften einhalten. Ja, ist immer wieder, Normen, aber es geht nur, jetzt drüber zu diskutieren, was richtig ist, doch absoluter Blödsinn. Ist auch jedem Gliedchen sein Pläsierchen. Und jetzt musst du nur schauen, wie viele Mechanismen in dir ablaufen, die du praktisch mit Widerwillen machst. Das ist ja, du bist ja in einem Matrix-Konstrukt. Ich habe in den frühen Gesprächen zum Beispiel hier, machen wir mal meine Donis, meine Helene, die ist ja so dankbar, die sagt, da ist es viel, viel besser, und die hat ja früher wie die meisten Österreicher einen totalen Putzwang. Also einen richtigen Putzwang gehabt. Und ich habe bloß einmal, na, die ist total, die hat sich so verändert. Die sagt selber, die hat sich so verändert die letzten 10 Jahre, was das anbelangt. Aber was ausschlaggebend war, weil hier, da waren wir im Gespräch mit Matrix, wie man die Welten programmiert. Und dann habe ich einfach gesagt, Helene, Programmieren ist ja sehr vielfältig, man macht da grob gerissen, dann werden die Details programmiert. Weißt du eigentlich, wie viel Arbeit es macht, Staub auf die Möbel zu programmieren? Glaub ja nicht. Ich bin von Natur aus, habe ich zu ihr gesagt, bin ich stinkfaul. Und ich sage dir jetzt eins, wenn es nicht wichtig wäre, hätte ich das nicht programmiert. Und du haust es immer wieder zum Teufel. Und es ist immer auch hier der goldene Weg der Mitte. Das heißt, es geht nicht um das Messidum, dass ich jetzt jedes. Und jetzt ist es schöner, dass ich sage in einem Traum, es hat ja mit dir eigentlich bloß insoweit zu tun, dass du den Roman des Lebens zur Zeit durchlebst, dass du dir das anschaust und dir eigene Gedanken darüber machst. Und nicht, dass du an der Rolle, die du spielst, was veränderst, aber in dem Fall verändert sich was, ohne dass du was verändern willst, weil du die Sinnlosigkeit oder das Übermaß, diese einseitige Übermaß von gewissen Aktionen, weil du das erkennst. Und das ist das Weltverbessern, auf die Barrikaden gehen, da muss ich sagen, mit Holofeeling wirst du dich aus allen politischen Parteien oder religiösen Strömungen zurückziehen, obwohl ich ganz klar sage, du musst nirgends austreten. Du wirst es irgendwann einmal, wirst du dich da gar nicht mehr wohlfühlen in solchen rechthaberischen Sachen. Du ziehst dich immer mehr zurück. Das ist hier das Brahma-Ashrama-System, wo ich auch sage, im Hinduismus, das ist ja die Farben, das Brahma-System. Und das Varnas, die Farben nennt sich das eigentlich, das ist das Kastensystem. Und das heißt eigentlich nicht nur die Varnas, die Kasten, wird immer in Verbindung gesetzt mit den Ashramas, die Einwohnungen. Das sind auch 4, das ist der Jüngling, dann der Familienvater, dann geht er in den Wald und dann zieht er sich in die Einhöhle, in die Einwohnung zurück. Das sind symbolische Bilder deiner Entwicklung, das sind deine Wachstumsstufen. Mhm. Wobei oberflächlich betrachtet das eigentlich ganz anders aussehen kann. Und ich sage immer wieder, du wiederholst und wiederholst so lange, dass wenn du hast ja auch positive Reaktionsmechanismen, die werden sich schlafwandlerisch in dir installieren. Das ist zum Beispiel, dass du über Sachen innerlich schmunzelst, wo du dich früher aufgeregt hast, dann hast du die Heiligkeit erreicht, weil du dich umgebohrt hast. Und du wirst auf der anderen Seite, wenn du oft genug Sinnlosigkeiten, wo ich immer sage, Ärger oder Zukunftsangst, rein durch die Erkenntnis, dass jede Erscheinung, die in dir auftaucht, zuerst einmal nur ist. Und dass das, was du Qualitäten, alles, was du jetzt empfindest, aufgrund deiner Interpretation, deines fehlerhaften Intellekts, die ja sein muss, weil du das ja zu durchschauen hast, genau diesen Werte- und Interpretationssystem solltest du durchschauen, dass hier gewisse Bilder in dir einen Egel aufwerfen, wo du genau weißt, mit einem anderen Wertesystem würde mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das ist nur dieses Programm, das du benutzt, erzeugt das, was du Geist erlebst, weil du nur auf dem Programm läufst und du kennst jetzt auch vom Hörensong das andere Programm, aber das sind ja Spinner, denen das schmeckt. Die wissen ja gar nicht, wie ungesund das ist. Das ist doch so. Jetzt durch eins drüber, durch die Beobachtung, mal gleich, wie krank bin ich? Ich bin doch krank, nicht die. Warum benutze ich nicht, wenn ich doch das schon weiß, dass man das auch anders sehen kann? Warum benutze ich das nicht einfach? Und jetzt wirst du in die Experimentierphase kommen. Auch das ist eine große Wiederholung von vielen Aussagen aus den letzten 15 Jahren. Mein Beispiel mit den halb ausgebrüteten Hühnereiern. Und es ist halt einmal, wenn du es wirklich einmal ausprobierst, das ist immer der Unterschied zwischen Konsistenz und Geschmack.
wo ich sage, das halb ausgebrütete Hühnerei oder Entenei schmeckt genauso wie wenn du ein rohes Ei trinkst, was ja für viele nicht eklig ist. Es hat nur andere Konsistenz und ein anderes Bild, wenn du es anschaust. Aber dein Reaktionssystem hat wirklich so einen massiven Ekel in dir aus, obwohl der Geschmack nicht anders ist. Also zu sagen, das schmeckt, das ist, ist falsche Definitionen. Und jetzt wirst du ein Philosoph. Jetzt kriegst du die Liebe zur Weisheit, weil du jetzt wirklich geistreiche Meditation und Selbsterforschung betreibst. Du erforschst jetzt dein eigenes Glaubenssystem, wo der einzige Parameter nur noch deine eigene Meinung ist und du hast dich komplett gelöst, dass du meinst, du müsstest dir von irgendeinem angeblichen Fachmann in deiner Welt erklären lassen, was du glauben sollst und was richtig ist. Ich sage, schau doch einfach, was für dich richtig ist, was du meinst, was deine Meinung ist und deine momentane Meinung, dein momentanes Wertesystem ist noch nicht deins. Das ist das, der Führerscheinprüfungsbogen, das Programm, das ich dir gegeben habe, bis du irgendwann einmal wirklich deinen ureigensten eigenen Glauben in dir findest. Und das ist erfordert, dass du weißt, dass der träumende Geist, oder ich sage mal anders, die Figur, die du in deinem Traum zu sein glaubst, die jetzt für dich vollkommen real da ist und diesen Schwätzer zuhört, der Geist, der das hört, der träumende Geist, der jetzt was Ausgedachtes ist, den sein Sein oder Nichtsein steht und fällt mit einem noch höheren Geist, dass du letztendlich selbst bist, das ist, wenn ich zu dir sage, ich bin du. Das heißt, der Einzige, der für dein Dasein verantwortlich ist, der dich ewig leben lassen kann, das bist du selbst. Ja. Weil ich bin ja der, der mich jetzt, ich denke ja jetzt an mich. Jetzt schon wieder, ich denke an mich. Das Problem ist, sobald ich mir ein Ich, das an sich denkt, ausdenke, ist da einer drüber, ich denke jetzt dieses Mich, das an sich denkt. Jetzt muss schon wieder einer drüber sein. Und darüber müssen wir nicht diskutieren, das ist ein Faktum. Das heißt, ich hänge an den Faden, den ich selber in der Hand halte. Das ist, wo ich immer sage, ich halte alle Fäden in der Hand, aber ich lasse euch Deppen selber dran ziehen. Das sind die Wertesysteme. Aber in der Hand halte ich das trotzdem. Und dann wirst du irgendwann einmal das trendy Spreu vom Weizen. Und Samen ist halt Vielfalt. Und schon wieder die Moral, das ist ja grausam. Wieso? Was ist das für ein Gott, der das zulässt? Das, was ein Problem aufwirft, ist, weil du das heilige Ganze gar nicht kennst. Das sind diese einfachen Sätze. Was ist das für ein Gott, der das zulässt, dass die schönen Blüten alle vernichtet werden wieder? Ich sage, wenn du weißt, wie Leben funktioniert, ist das notwendig. Und selbst das Samenkorn muss sich auflösen, wenn es eine Pflanze, wenn der Baum ist, ist von der Kastanie, die aus dieser Baum, aus der diese Kastanie gekommen ist, nichts mehr über, wenn der Baum 10 Meter hoch ist. Aber er ist in einer Vielfalt, es hat sich entfaltet, das ist eine ständige Verwandlung. Das spricht deine Traumwelt zu dir in symbolischen Bildern. Das Einzige, was dich blind macht, ist der Materialismus. Es ist ja das Ohr mit 70 geschrieben und er machte sich ein Ohr, ein Kleid aus Fell, dass dieses Ohr 70, 6, 200 ist dieses Fell, das ist immer die 70, ist der Augenblick, mach mal eine 1 draus, kriegst du das Licht. 1, 6, 200. 1, 6, 10, 200 ist die Luft. Licht und Luft ist gleich. Jetzt denk wieder an 10. Das Ra, die Spiegelungen. Und Brahma atmet deine Welt aus und atmet deine Welt ein. Deine Vorstellung und ich saug sie wieder ein. Jetzt ist es natürlich so, dass es immer ein Innen und ein Außen ist. Wie wenn wir die Lungen nehmen, wir quetschen die Luft in den Lungen aus außen, wie wenn wir einen Luftballon haben, jetzt tut sich ein Luftraum auf, ein Volumen aufschmeißen und dann fällt der Luftballon wieder zusammen und wir haben das wieder in der Lunge. Verkehrt gedacht, weil es ja kein Außen gibt. Das ist ja eins. Jetzt denk dir einfach deine Vorstellung einer Lunge und die machen wir unendlich klein. Das ist L. Und jetzt wird die Leon, die bläst sich jetzt auf. Das Ausatmen ist nichts, das von innen nach außen was aufgebläht wird, sondern das Nichts wird zu etwas. Zeit. Was ist eine doppelt aufgespannte Schöpfung der Raumzeit? Und es war wieder nichts. Das ist L. Le. Im Schöpfungsstudium hast du geschrieben, der 8, die mit der vertretenen 8. Auch genial. Die ganz, pass auf, das Verrückte ist, um das zu unterstreichen, Diana greift öfter in ihren Schrift auch auf Auszügen vom Schöpfungsschlüssel zurück, dass du irgendwann einmal erkennen wirst, dass alles ideal ist.
das ist immer, ich sage, selbst wenn man jetzt habt ihr Magendünensuppe oder irgendwas da, egal was, gib mir ein Buch, gib mir einen Katalog, irgendeinen Scheißdreck. Und ich werde dir zeigen, wenn wir das so lesen, wie wir gerade die Mineralwasserflasche gelesen haben, Helga, dass da nichts anderes drinsteht. Die Diana wird es dir bestellen. Das ist alles. Egal was, ein Bierfläschchen, gib mir irgendwas und wir machen mit Holofeeling und da steht ja dasselbe drauf, da steht ja dasselbe, die Welt schreit dich an, dass es so ist, aber erst wenn du die Vatersprache verstehst. Und wenn jetzt du Geist sagst, das ist ein Blödsinn, ich sage immer wieder, du Geist bist ewig, der Geist, der jetzt diese Worte hört, ist ewig, ob er will oder nicht, weil er Geist ist, sonst würdest du das jetzt nicht hören. Aber das, was du zu sein glaubst, du wirst so lange auf dich einbrüdeln selber. Unglaublich. Also schauen wir mal. Brille. Brille. Also ich lese euch jetzt einmal Matschi-Dünensuppe Geschichten vor. Wir haben hier... Martin, sagst du denn? Probier mal. Gib mal irgendwas. 2, 1, 5, 2 ist doch okay. Die ist scheiße. Die ist vielleicht nicht ganz gut, aber besser. Nein, die ist okay. Ja, sie ist gut. Die ist gut. Also gut, wir haben zuerst einmal, da stehen wir Maggi. Maggi ist ja schweizerisch, wie ist unser Redo, wir haben doch ein Schweizer Dorf. Schweizer Redo. Der trinkt noch ein Bier. So. Der holt mir jetzt dann ein Bier. Also das ist ein Schweizer, soll ich jetzt gleich in der Schweizer Firma, in der Schweiz heißt es eigentlich Matschi. Ja. Matschi. Okay. Das ist nur das Maggi, ist deutsch. Und da haben wir schon, da schreibe ich ja irgendwie schon die Magie an. Ja. Jetzt ist also die Konsonante Radix MG, ist ja, heißt Magi, der Zaubermeister. Ja. Wir können natürlich auch MA lesen, das ist eine gestaltgewordene Schöpfung. Ja. GG ist Gag. Da können wir 3-3, die 33, die Gedankenwelt oder das Ausgedachte. Mein Ausgedachtes ist eine gestaltgewordene Schöpfung. Du kannst natürlich auch MA das als H lesen. Dann hast du was, wenn wir separisieren, ist jetzt praktisch dieses Gag, dieses Ausgedachte deines Intellekts. Das ist eine Zwiebelsuppe. So steht das da drauf. Das heißt ZW, ZWAF. Z ist eine Zwiebelsuppe. Ne? Sagt immer irgendwas. ZWAF, wenn wir Hebräisch im Wörterbuch ZW nachschauen, dann ist es das Befehl. B in einem Fehlteil, das Fehlende. Das sind die Gedankenwellen, die du dir ausdenkst. Und Order. Heißt eine Order. Or wiederum ist erwecktes DR, eine erweckte Generation. Okay? Zwi, das heißt dann mein Befehl. Eb, können wir 70-2 lesen, wenn wir das E, wir können ja die Vokale weglassen oder 1 oder 70 setzen. Das ist eine Wolke, die jetzt in dir auftaucht, L, oder eine Wolke Gottes. Okay? Und diese Wolke Gottes kommt von UP in hier, P. Feinschmeckerort. Feinschmeckerort. Das Zwiebelsuppe 2. Das ist ja übrigens, ich habe mehrere Male in den letzten Selbstgesprächen darauf hingewiesen, dass dieses im Bild Gottes, Gott schuf den Adam in seinem Bild, im Ebenbild Gottes, da steht der Bezelem. Könnt ihr euch erinnern? Ich mache das ganz kurz durch. Dieses Bezelem, B als Vorsilbe gelesen, heißt der in inmitten und ZLM ist zuerst einmal Zellem als Wörterbuch, ist Ebenbild, Bild und so weiter, prinzipiell sagen wir mal Bild. Zell für sich alleine gelesen, ZL ist die Geburt von Licht, heißt Schatten. Das Licht, das du siehst, ist ein Schatten, weil das Licht, das du bist, die Energie in deinem Kopf, im Kino, das Licht im Projektor siehst du nicht, das bist du. Und das Licht, das du siehst, die Sonne, die du dir ausdenkst, in einem 3D-Kino, ist nicht die Sonne, die Landschaft, die du vor dir hast, beleuchtet, das ist dein Geist. Das ist ja auch nur eine Facette und eine Interpretation, dass das die Lampe ist, die das beleuchtet. Und wenn du jetzt ein Computerprogramm hast, bei Videospielen, bei älteren Videospielen ist es so, dass du, wenn der Rechner recht schwach ist, kannst du zum Beispiel von der Grafikleistung viel wegschalten, wenn das Spiel ruckelig läuft, dass du das beschleunigst, weil ja jede Kleinigkeit berechnet werden muss, dass du zuerst einmal sagst, ich schalte die Schatten aus. Das ist übrigens hochinteressant, wenn du nur einen Baum, das kann genau, dass also hier das Bild lebendiger wird, wenn Schatten sind, wenn du jetzt da rausschaust, wenn du die wegmachst, dass hier, um die Schatten zu berechnen, jetzt in einem Videospiel hast du ja immer eine fiktive Sonne, die du dir deckst, die aus dem Blickwinkel dann dieses
Objekt projiziert. Das sind Berechnungen in einem 3D-Cyberspace, in einem Konstruktprogramm. Und du kannst jetzt die reine Schattenberechnung ausschalten und dann wird Rechenkapazität für den eigentlichen Spielablauf frei. Dann sagst du dir zum Beispiel, unbefriedigend komm noch, aber worauf ich jetzt hinaus will, pass auf, worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass die Schatten jetzt, wenn ein Baum einen Schatten wirft, das ist ja gar nicht so wild. Innerhalb des Baumes, musst du wissen, wenn wir jetzt hier die Schatten machen, dass ja jeder Ast innerhalb des Baumes im 3D-Objekt eine Lebendigkeit erzeugt. Das wird dir, wenn du das einmal genau bewusst machst, wenn du so einen Baum hast mit Schatten und du kannst bei dem Programm die Schattenberechnung ausschalten, wie leblos der wird, wenn du jetzt da in die Blätter reinschaust, ist ja nochmal innerhalb des Baumes. Das ist ein riesen Rechenaufwand. Der wird total künstlich, wenn das weg ist, weil immer irgendwie ein Schattenwurf und eine Variation da ist. Also gut, dann kannst du die Spiegelungen zum Beispiel bei den Autos, bei Autorennen wegmachen und jedes Quäntchen holst du jetzt raus, wenn du einen langsamen Rechner hast, dass das Spiel selber läuft. Mhm. Darum ist diese Computermetapher so wichtig und ich habe schon mal gesagt mit unserem Stefan, mit dem Blinden, dass ich wenige jetzt euch sagen kann, die so schnell Holofeeling verstanden haben wie der war von Geburt an blind. Und jetzt, wenn er ist ein Profi für Spiele, was er Geld ausgibt mit doppelter Kühlung, nur für die Videokarte, was das also rein, der hat hier einen ganzen Monsterrechner mit Videokarte mit Doppelkühlung, dass hier ja schon die Videokarte mehr kostet, wie er normal für einen ganzen Computer ausgibt, wie viel Rechenkapazität es nötig ist, um ein realistisches Bild aufzubauen. 3D, okay? Das ist also hier. Und beim Stefan Fuß fällt komplett die Videokarte. Die ganze Rechenkapazität ist für Wesentliches übrig. Wobei man das natürlich, will ich jetzt das haben oder will ich es nicht haben, das ist wieder ein Beispiel. Ja, ich will nur sagen, dass das, was man wieder oberflächlich betrachtet als ein Defizit sieht, immer wieder auf der anderen Seite vom Vorteil ist. Es gibt nichts, was nur negativ ist und nichts, was nur positiv ist. Letztendlich ist egal, was du in dir auftauchen siehst, eine Gedankenwelle, die immer beides gleichzeitig